Hallo, jeder liebt es, jeder kriegt es. Die Rede ist natürlich von der Lernplattform der Herzen, von Mebis. Hinter mir seht ihr schon die Startseite und obwohl Mebis optisch doch sehr im Charme der Nullerjahre verhaftet ist, so bringt es doch eine Menge an Funktionen mit und diese Funktionen machen Mebis zu einem wertvollen Tool im Unterricht. Im heutigen Video und in den folgenden möchte ich euch einmal die Basics von Mebis aus Schülersicht zeigen und mit euch ein paar Einstellungen vornehmen, die euch den Umgang mit Mebis deutlich erleichtern und hoffentlich auch dabei helfen werden, dass ihr keine Arbeitsaufträge überseht und auch mit der Funktion von Mebis gut zurechtkommt. Die Voraussetzungen für Mebis sind natürlich zuerst einmal, dass ihr von eurer Schule einen Login mit Zugangsdaten erhalten habt. Der erste Schritt führt uns natürlich auf Login. Wir wählen die Lernplattform aus und hier oben wird der Benutzername angegeben und hier unten das Passwort. Wie immer empfiehlt sich die Verwendung eines Passwortmanagers. Nun sind wir auch schon am Schreibtisch angelangt. Bevor ich mich allerdings um die Fläche hier unten, also um das Dunkelgraue, kümmere, möchte ich einen Blick auf diese graue Zeile hier oben werfen. Genau genommen auf diese vier Symbole. Unser erster Schritt führt uns hier in die graue Leiste, dort wo Mebis Lernplattform zu sehen ist. Wir haben hier ein Zahnrad mit Einstellungen. Das Ordnersymbol für den persönlichen Dateispeicherort, die Dateiablage. Wir haben die Systemnachrichten und natürlich auch eine recht rudimentäre Mitteilungsfunktion. Der erste Blick sollte auf den Einstellungen liegen, denn im Profil lässt sich nämlich hier eine E-Mail-Adresse hinterlegen und das Ganze ist sehr wichtig, falls ihr eure Registrierungsdaten verliert, könnt ihr auf diese Art und Weise eine Erinnerungs-E-Mail erhalten. Ganz einfach dazu auf Einstellungen bearbeiten klicken, hier das Profil bearbeiten und die Einstellungen hier überarbeiten und das Ganze speichern. Zurück geht's nun auf unsere Lernplattform, auf das Einstellungsrad. Der Reiter Bewertungen wird später interessant, nämlich dann, wenn ihr Aufgaben korrigiert bekommen habt und die eure Lehrkraft bewertet habt. Hier zum Beispiel wurden einige Aufgaben bereits bewertet, insgesamt 77,24%. Ich klicke mal kurz drauf, damit man sehen kann, die ersten Aufgaben hier wurden alle nicht abgegeben, aber hier hat unser Theo-Test dann doch recht ordentlich gearbeitet. Und auch in den Einstellungen verbirgt sich noch ein weiterer Schatz, den würde ich hier dringend empfehlen, nämlich bei den Foreneinstellungen lässt sich nämlich ein Forum verfolgen. Ich würde hier neue Beiträge farblich markieren und das Ganze speichern. So können bei Foreneinträgen leichter Änderungen nachverfolgt werden. Weiter geht's nun zum Ordner. Dieser hier ist eine ganz einfache Dateiablage und funktioniert per Drag and Drop. Das heißt, ihr nehmt einfach eine Datei von eurem Desktop aus einem Ordner, klickt drauf und schiebt sie direkt hinein. Das Ganze funktioniert wirklich sehr einfach. Ich hole mir gerade mal ein Fenster her, klicke auf die Datei und schiebe es rüber. Wichtig bei Mebis: Änderungen müssen immer gespeichert werden. Später kann ich nun auf diese Dateien zugreifen. Die Dateibeschränkung liegt bei einem Gigabyte. Für die meisten Schulprojekte sollte das mehr als ausreichend sein. Ist also besonders dann praktisch, wenn man Dateien speichern möchte, die man in der Schule beispielsweise begonnen hat.
Der dritte Ordner, die Systemnachrichten, sind ebenfalls interessant. Hier erhalte ich wichtige Meldungen, wie beispielsweise E-Mails oder bereits korrigierte Aufgaben, die mit einem Feedback der Lehrkraft versehen wurden. Ein Klick auf den Haken lässt alle als gelesen markieren. Und letztendlich die Mitteilungen. Ich habe keine Mitteilungen erhalten, kann aber jederzeit neue Mitteilungen verfassen. Dazu muss ich einfach den Namen der Person eingeben, die ich kontaktieren möchte. Meistens werden es Lehrkräfte sein, es geht aber auch an Schüler. Beispielsweise könnte ich einer Lehrkraft hier eine E-Mail zukommen lassen. Einfach hier Mitteilung schreiben und dieses senden. In diesem Video habe ich euch jetzt kurz die ersten grundlegenden Einstellungen der MEBIS Lernplattform gezeigt. Im nächsten Video erfahrt ihr dann noch etwas mehr zur Benutzung und zur individuellen Anpassung eures Schreibtisches. Bis dann!